Drei Dinge zeichnen den früheren Jäger und heutigen Unternehmertyp aus. Erstens, er will voran. Er ist zappelig, er ist voller Tatendrang. Er hat ein Momentum, das ihn dazu bringt, etwas zu tun, eben weiter nach vorne zu gehen, etwas zu verändern, etwas aufzubauen. Zweitens, er trägt der Unternehmertyp keinen Zwang. Der will den Zwang auch nicht aushalten. Er sieht das gar nicht ein. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Wir können etwas aushalten oder wir können etwas verändern. Der Unternehmertyp kann Dinge ertragen, aber nur, weil er etwas verändern will. Er ist also ausdauernd. Der normale Mensch hält etwas aus, weil er es auch nicht verändern will oder meint, es nicht verändern zu können. Das ist ein großer Unterschied. Drittens versucht der Unternehmertyp das Unmögliche. Er will es möglich machen. Er akzeptiert kein Unmöglich. Das ist sowieso ein Unwort. Unmöglich. Steckt ja möglich drin. Also warum soll ich da noch ein Un davor schreiben? Das ist ja auch nur logisch, denn etwas Unmögliches bedeutet für den Unternehmertyp ja Zwang. Er würde dann ja gezwungen sein, etwas zu ertragen, was so bleibt, wie es ist. Da ändert er es lieber. Okay, wie ist das bei dir? Hast du ein Momentum, das dich nach vorne bringt? Magst du zweitens keinen Zweifel und willst du drittens etwas Unmögliches möglich machen? Wenn das so ist, dann bist du ein Unternehmertyp. Und genau diese Eigenschaften werden von den meisten Menschen als sehr unbequem oder sogar als Schwäche angesehen. Wir müssen verstehen, das ist nicht nur okay, wenn du so bist, das sind große Stärken. Du hast große Stärken. Die Voraussetzungen für einen Unternehmer.